Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Football Tactics and Glory mit dem FC Haubi. Ja, Spiel gegen Sinsheim steht an. Rottfels hat Grätsche Stufe 1 gelernt. Genau, das ist sehr toll. Jetzt kann ich ihm sagen, du lernst jetzt gefälligst bis Stufe 2. Finde ich gut, dass ich das kann. Wieso kann ich das eigentlich? Kann der automatisch bis Stufe 2 lernen oder wie? Was heißt denn das ändern hier eigentlich? Ach, da kann ich das Aussehen ändern. Okay, ich wollte gerade sagen. Hier, das kann ich ja nicht ändern, oder? Die Spezialisierung. Wenn er das einmal ist, dann ist er das. Also das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich das ändern könnte. Sie haben nicht genug. Achso, ja klar, für 200 Ruhm hätte ich das sofort machen können. Aber dass der jetzt auf Level 2 trainieren kann, das finde ich abenteuerlich. Wieso kann der das? Die lernen ja nicht alle automatisch bis Stufe 2, ne? Na gut, aber er kann es offenbar. Vielleicht haben wir es mal freigeschaltet. Kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht haben wir das mal freigeschaltet. Ja, wir haben es soweit aufgestellt. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob das gut ist, was ich da gemacht habe. Oder ob ich hier vielleicht das ein bisschen unterschätze. Aber komm, wir gehen ins Spiel. Auf geht's. Heimspiel gegen Sinsheim. Okay, Rottfels spielt auf Kirschner. Oh Gott. Ja. Er würfelt eine 5. Himmel hilft. Er würfelt eine 5. Er ist so schlecht. Ja, komm, hau drauf. Vers 16 natürlich. Dankeschön. Lieber Gott, warum würfeln wir so scheiße? Ich weiß es nicht. So, jetzt kannst du deinen Hackentrick machen. Natürlich. Sicher, sicher. Aber wir haben ja zum Glück unseren Verteidiger. Warum hat der jetzt da angegriffen? Achso, der wollte dribbeln oder was? Das habe ich nicht verstanden, warum der jetzt dribbeln wollte, der Kollege. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, ne? Okay. Komm, der Pass kommt an. Jawohl. Schön. So, du rennst da raus. Einer muss jetzt hoch. Freunde, einer von euch muss jetzt hoch. Genau, der kommt schon mal hoch. Der gewinnt natürlich den Zweikampf, war klar. Und jetzt macht er Kontrolletti. Jetzt rennt der Kirschner vor. Okay. Der macht ein Pressing. Erawitz rennt runter. Das gefällt mir hier nicht mit dem. Es ist gefährlich. Wir stellen hier mal so ein bisschen zu, falls der da einen Pass spielen will. Okay, er spielt einen etwas verunglückten langen Ball. Das ist blöd, weil er kann jetzt einen Pass in den freien Raum spielen. Macht er auch, aber kommt nicht an. Genau. Sehr gut. Das ist schön. Brandt, du rennst hier zurück. Heißt, wir haben hier schon mal zugemacht. Es ist verrückt. Naja, und jetzt haben wir leider das Problem. Jetzt haben wir leider das Problem, dass wir keine Spielzüge mehr haben, ja. Naja, aber es ist noch unentschieden, ne? Noch ist nichts passiert. Noch ist nichts passiert. Aber es ist ein bisschen gefährlich, finde ich. Das ist ein bisschen gefährlich, was wir da machen. Komm, wir nehmen den mal zurück. Ich traue dem Braten halt überhaupt nicht. Wir nehmen die mal ein bisschen zurück und vielleicht können wir mit dem hier über außen kommen. Den Manzi würde ich hier gerne für den Tunnel lassen. Ah, den Kirschner meine ich, nicht den Manzi. Wie komme ich immer auf Manzi? Entschuldigung. Den will ich nicht spielen lassen. Der ist zu alt schon, da geht nichts mehr. Komm, auf geht's. Halbzeit 2.
sind sein am Ball. Ja, ja. Rotfels als verkappter. Oh Gott, Hilfe. Lieber Würfelgott, sing ein Lied. Na, immerhin, Dankeschön. Oh. Wenn ich das sehe, das, dann wird mir mal ganz anders. Wenn ich das sehe, was die Bursche bei uns immer zusammenwürfeln für den Dreck. Er spielt in die Mitte, okay. Oh, gewinnt beide Zweikämpfe, ist ja ein Witz, oder? Aber da haben wir jetzt gewonnen, jawohl. Sehr schön. Ja klar, sicher. Was ist mit gelber Karte? Nix, oder was? Ja, sowas. Frechheit. Auf den Rotfels, jawohl. Okay, wir müssen uns jetzt mal wieder aufstellen, glaube ich. Du da runter. Du da runter. Das gefällt mir gar nicht, was hier passiert. Ja, das war nix, Freund. Das war nix. Da mit deiner Grätsche, da, das ging ins Leere, glaube ich. Wieso rennt da keiner vor? Verstehe ich nicht. Okay. Du machst den hier. Du könntest eine Finte ausprobieren. Jawohl. Dann spielst du da hin. Jawohl. Wieso? Wieso haben wir hier nur eine 7 stehen? Oh Gott. Ach. Ich verstehe es nicht. Warum haben wir da nur eine 7 stehen, Leute? Ach komm, hör doch auf. Leute, Leute, Leute. Spielt da jemand mit gezinkten Würfeln? Vielleicht? Reiner Zufall, ich weiß. Reiner Zufall. Boah, super, Respekt. Mhm. Genau, lass dir den Ball abnehmen, du hast recht. Ohne Worte, ohne Worte. Ohne Worte. Jawohl, Pressing. Der würfelt 47, ne? Potenzial 50, er würfelt nur 47. Was würfeln wir? Nur Scheiße. Nur Scheiße, aber echt. Also das ist echt bitter. Es gibt Situationen, die sind einfach nur bitter. Da könntest du das kalte Kotzen kriegen. Ja, der Ehrentreffer. Ja, mei, ist ja lächerlich. Da freut er sich auch noch. Ein paar runterhauen sollte ich dir. Viertigotz. Mei, ja, mei. Naja, immerhin. Schau dir das an, dieses Drama. Das ist sehr, sehr ernüchternd, ja. Aber gut, ne, man gewinnt halt nicht immer. Genau, die Operettenfans verlassen uns. Ja, und schon geht's wieder nach unten in der Tabelle. Lotti scheint sich gefangen zu haben, ne? Jetzt gewinnen sie plötzlich. Tja, 9 Spiele, wir sind auf Platz 8. Haben noch 5 Punkte auf den Abstieg. Aber es ist gefährlich. Wir haben eine negative Tordifferenz. Tja. Gegen Zwickau geht's. Gegen Zwickau. Okay, der Unger hat die Fähigkeit Hakentrick erworben. Das ist super. Und der Staubi ist wieder da. Aber der wird halt platt sein jetzt, ne? Oh, geht sogar. Okay. Geht sogar. So, der Unger hat den Hakentrick. Der trainiert jetzt nicht auf Stufe 2. Genau. Okay, schauen wir uns die Bursche nochmal an. Das ist alles Verteidigung. Rotfels macht Kontrolle, ja. Der Wirt macht Passspiel, ja. Der Unger macht Kontrolle. Der Ewig macht Kontrolle. Erewitz macht Genauigkeit. Den könnte ich natürlich auch mal auf Kontrolle stellen.
Ja. Wird er vielleicht doch noch Außenspieler, ne? Mal schauen. Der Kirschi macht Genauigkeit. Staubi macht Verteidigung. Manzi Genauigkeit. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Holzfeld, Verteidigung. Hoffen wir, der macht gar nichts, genau. Okay. Schauen wir uns die Gegner an. Olympiatorhüter, oder? Genau. Ne, Kanonenschuss. Starke Hände hat der, stimmt. Bayerlein Mittelfeld und zentrales Universal. Jesus, oh mein Gott. Okay, das ist tapfer, was die da machen. Zwei Außenverteidiger. Ein Libero, ein Innenverteidiger und ein Universalverteidiger. Gute Werte. Der kann tunneln und abfangen. Da müssen wir aufpassen. Okay, jetzt ziehen wir mal ein bisschen zurück. Ha. Dreiersturm spielen die. Ich glaube, da spiele ich wieder mit Libero. Ich glaube, da spiele ich wieder mit Libero. Das ist mir irgendwie zu unsicher hier. Gegen der Dreiersturm, da spiele ich mit Libero, ja. Staubi. Spiele ich mit dir oder lasse ich den Rotfels spielen? Der Rotfels könnte grätschen. Ja, fange ich mal so an. Okay. Auf geht's noch Zwickau. Zwickau fängt an. Gleich mal direkt in den Sturm gespielt. Ein Dreiersturm, das ist echt tapfer, ne? Der rennt auf außen, ja. Und jetzt? Torschuss. Unser Libero hat tatsächlich mal eine Parade. Oder, naja, einen Ball. Besser. Nicht Parade, aber einen Ball gehalten. So, du. Ja, das geht schon. Okay, war lucky. War eine Gratis-Aktion. Der Unger spielt auf Wirt. Der Wirt macht eine lustige Finte. Haha. Wirt spielt Pass auf Kirschi. Kirschi sagt sich, das ist aber schön. Zack. Wieso? Ich weiß, ich hätte Gewaltschuss machen können, hätte aber nichts geändert. Der hätte trotzdem besser gewürfelt. Unser links am Mittelfeldspieler hat gepennt. Unser Unger. Okay, der rennt natürlich jetzt einmal auf außen komplett. Uiuiui, gefährlich. Da musst du hinterher, mein Freund. So, den musst du pressen, dass der hier nicht zum Flanken kommt. Das ist nämlich gefährlich. Das wollen wir nicht. Erawitz, du rennst weiter nach vorne. Ja. Und was machen wir mit dem Ewig? Der rennt da runter. So, jetzt muss er passen. Genau, jetzt muss er zu ihm passen. Und was machst du jetzt? Er schießt einfach mal. Okay, gut. Das war nichts. Sehr schön. Kannst du gleich mal einen langen Ball durch die Mitte spielen. So, Finte. Jo, hat funktioniert. Du, dahin spielen, komm bitte. Ja, endlich hat's mal geklappt, Mensch. Und jetzt aber, verdammt. Klingeling. Na Oystern, na Oystern, es geht doch. Ist das zäh, Freunde? Ist das zäh? Aber man feiert diese Erfolgserlebnisse dann gleich ganz anders. Gell? Da freut man sich richtig, wenn mal was funktioniert. Es war eine gute Idee, den Libero wieder zu bringen. Ich merke schon. Der Baske, jawohl. Ja, das ist vielleicht ein bisschen mutig, gell? Was soll man auf den spielen? Ja, ist auch gefährlich, komm. Na.
Es ist eigentlich wurscht. Komm, du rennst. Jawohl. Schönes Dribbling. Komm, ist wurscht. Hau drauf. Hätte ich gelacht. Aber naja. Es ging um die Erfahrungspunkte. Genau, Halbzeit. Halbzeit. Der Unger ist schon ein bisschen müde und so. Könnte man den Rottfels jetzt setzen auf den Unger? Und der Staubi. Genau, du gehst hier ins zentrale Mittelfeld. Staubi geht dahin. Jetzt haben wir den Manzi für. Nee. Manzi für Kirschner oder? Doch, Manzi für Kirschner, komm. Bisschen Material schon, unser Libero, der hält es schon noch durch. Der hält schon noch durch. Auf geht's! Zum Manzi. Das sind. Das ist ein normaler, ja. Herewitz, du rennst da rein. Okay, hätte ja sein können, dass der irgendwo blöd abprallt oder so, ne? Aber na gut. Okay, er rennt raus, das ist schön, dann kann er. Jesus, was war denn das für ein Pass, Mensch? Schließmann. Okay, der Hangloch hat da gleich mal das Bällchen erobert, sehr unschön. Aber das holen wir uns zurück, genau. So, du spielst. Auf den Wirt. Der Wirt macht mal wieder eine gute alte Finte. Ah, der kann gratis pressen. Ah, schlecht. So, und der spielt den langen Ball. Jo. Boah, okay, das war deutlich. Das war deutlich, dieser Zweikampf. Aber wir sind in Führung, ne? Wir müssen, ja, klar, natürlich. Wir müssen nicht zwingend. Was war denn das für eine schlampige Aktion hier, Mensch? Jawohl, Brandt. Gute Aktion. Schöner Pass. Die gute alte Finte funktioniert immer wieder. So, du machst Controletti. Da wird gratis gepresst, genau. Jetzt kommt der Innenverteidiger raus. Gewinnt den Zweikampf, ist schön. Was macht ihr zwei? Bleibt ihr da stehen oder was macht ihr? Okay, das war unser Sieg, Leute. Das war unser Sieg. Ja. Den presse ich und da renne ich einfach noch ein bisschen rum. 1-0 gewonnen. Gegen Zwickau. Immerhin. Jawohl, unser Libero verbessert sich. Unser Platz verbessert sich. Sehr schön. Unser Ehrewitz verbessert sich. Und der Manzi. Na gut, das ist nicht so wichtig, aber... Immerhin, jawohl. Unser Libro hat sich hier schön verbessert. Publikumsliebling. Na dann. Was? 30% Marktwert? Okay, das klingt voll interessant. Geht nicht. Muss jetzt das hier machen. Ja. Sehr gut. Haha. Fein. 104.000 ist der Wert. Wenn man verkaufen. Hat was. Hat was. Okay, zwei irregeführte Fans kommen wieder zurück zu uns, ne, die sich von uns abgewendet haben. Na schön, 16 Punkte. Also 8 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Das ist brutal knapp hier, das Mittelfeld, ne? Die 60 auf Platz 2, ich muss lachen. Rostock auf Platz 1 mit 6 Punkten Vorsprung. Naja, oh, Lotte, wo ist denn der halbe Stern hin, Freunde? Habt ihr Verletzte oder was? Oh ja, hier, schau mal. 2 Monate, ich glaube, den haben wir sogar kaputt getreten, oder? Kann das sein?
Haben die das von uns? Oh, die haben auch ein Eils. Schau mal. Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Oh, gegen 60, Leute. Gegen 60, gegen altes München. Naja, das wird mit Sicherheit spannend werden. Das erleben wir beim nächsten Mal. Genau, nicht beim letzten Mal, sondern beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Football Tactics and Glory. Es geht weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.